Ja, hi, herzlich willkommen wieder hier auf meinem Videoblog. Ihr habt es gesehen, gibt ein neues Intro, dazu mehr beim nächsten Video allerdings erst. Heute geht es um den Portfolio-Check. Bisher habe ich das Ganze ja auf Facebook gemacht, immer so ein, zwei Sätze zu einem Bild dazu gesagt. Und ihr habt mir viele Zuschriften geschickt, wo es hieß, kannst du mal ein bisschen ausführlicher auf Bilder eingehen? Kann ich aber natürlich dann nicht bei 50 Bildern machen, sondern bei ein paar weniger. Ich wollte mir 5 Bilder rauspicken aus den ganzen Zusendungen, die ich von euch bekommen habe. Es sind jetzt ein paar mehr geworden. Ich denke, ihr habt nichts dagegen und wir fangen dann einfach auch gleich sofort an. Das erste Bild ist von Christine Bussler. Ich blende euch die Bilder immer wieder ein, damit ihr auch seht, wovon ich rede. Kurz was zu den Aufnahmedaten: ISO 100, Blende 5,6, 1/80 mit einer Brennweite von 50 mm. Klassisches Motiv: Wir lassen Obst, Gemüse, Früchte, was auch immer in Wasser fallen. Ich finde es sehr gut, den komplementären Hintergrund eben mal nicht schwarz zu nehmen, sondern blau zu nehmen. Das habe ich auch schon gemacht, gefällt mir sehr, sehr gut. Was mir nicht so gut gefällt, ist die Ausleuchtung. Hier auf der linken Bildseite fehlt mir doch deutlich Licht. Also die Paprika, die hier so im Hintergrund schwimmt, die gelbe und auch die gelb-orange hier noch an der Wasseroberfläche, die sind mir deutlich zu dunkel geraten. Da fehlt noch eine zweite Lichtquelle oder man hätte mit der Lichtquelle von unten arbeiten müssen. Hier ist die Lichtquelle relativ eindeutig, kommt von der rechten Seite. Vielleicht hat es auch einen Aufheller getan, um hier dem Ganzen noch etwas mehr Licht zu verleihen. Und das Zweite ist, dass mir die Wasseroberfläche hier oben auch nicht gefällt, weil die trägt im Prinzip auch nicht zur Stimmung des Bildes bei, weil die sehr dunkel ist, weil das Licht auch hier nicht zur Aufhellung beiträgt. Und wir haben hier einfach, da oben sieht man ganz fast schwarz die Hälfte von einer Paprika, die noch ins Wasser fällt. Also hier hätte ich den Schnitt an der Wasserkante gemacht, dass das ganze Dunkle, was oberhalb von der Wasserkante ist, dass das Ganze wegfällt. Ansonsten, wie gesagt, von den Parametern her sehr schön. Blitzabbrennzeit war kurz genug, um das Ganze schön einzufrieren. Wie gesagt, mein Tipp nur knapper schneiden, das Dunkle oben weg und auch auf der linken Seite noch ein Aufheller oder eine zweite Lichtquelle dazu, damit die Paprika hier auf der Seite auch Licht bekommen. Jetzt kommen noch mal 3 Porträts, also wie gesagt, es sind ein bisschen mehr Bilder geworden. Ich habe mich nicht nur auf 5 beschränkt, sondern ich habe hier mal 3 Porträts rausgegriffen, wo ich zu jedem was dazu sagen möchte. Das Motiv hier kommt mir vom Wolfgang Rieck, kommt mir natürlich vertraut vor. Ich habe neulich auch mit so einer Kettenhaube gearbeitet. Kurz zu den Belichtungsdaten: ISO 100, Blende 13, 125 Sekunde, 85 mm Objektiv. Klassischer Porträtschnitt, ich mag es hier viel bei den Porträts lieber im Querformat, aber das ist eine reine Geschmackssache. Ansonsten Ausleuchtung sehr stimmig, das Butterfly-Licht senkrecht von oben gesetzt. Mit einem Beauty-Dish hat er hier geschrieben. Und 2 Sachen möchte ich anmerken. Ich gehe mal hier rein. Die Haut ist schon sehr stark bearbeitet. Ihr seht es mal hier, ich zoome auch für euch mal in das Bild ein. Das ist für mich schon ein Hauch zu viel. Es ist überall noch Hautstruktur vorhanden, das ist korrekt. Trotzdem ist mir das Ganze zu glatt hier von der Retusche her. Das hätte man einen Hauch dezenter regeln können, auch die Schatten hier im Mundwinkel unter der Lippe lässt das Ganze den Mund ein klein wenig schief erscheinen. Also da ist die Retusche nicht optimal, das ist mir ein bisschen zu viel geworden. Hier hätte es ein bisschen weniger von der Retusche getan. Und ein zweiter Punkt, der auch bei den anderen Porträts, die gleich kommen, noch auftritt: Im Studio war es anscheinend nicht allzu hell. Und das ist immer ein Punkt, den viele vergessen. Bei mir im Studio ist es immer relativ hell, es sei denn, ich fotografiere offenblendig und möchte also wirklich das Licht vermeiden. Man sieht hier, dass die
Pupille sehr, sehr groß ist. Das heißt, es war dunkel im Studio. Aber das, was wir eigentlich sehen wollen, nämlich die farbenfrohe Iris, die ist nur noch ein schmaler Ring im Auge. Und das sehen wir auch bei dem Bild hier von Thorsten Misch. Da dasselbe Problem, da war es noch dunkler im Studio. Auch hier zoome ich mal direkt ein. Und ihr seht hier eine riesengroße Pupille und es bleibt nur noch ein kleiner Rand von der schönen blauen Augenfarbe übrig. Und das ist natürlich eher suboptimal, sage ich mal. Auch zu diesem Bild noch kurz die Belichtungsdaten, zwar Blende 8, ISO 100, eine 200stel Sekunde. Hier geblitzt mit einer großen Octabox, so eine 80 cm Octabox mit einem Reflektor. Man sieht es hier auch sehr schön. Den Reflektor noch in den Augen, den Reflex von der Softbox, der ist nicht mehr zu sehen. Mir vom Lichteinsatz schon zu unspannend, es sind eigentlich fast keine Schatten mehr im Bild zu sehen durch den Reflektor. Der muss schon relativ nah am Gesicht gewesen sein werden, also alle Schatten, die durch die Ausleuchtung von oben, dass das Licht von oben kommt, sieht man, weil hier die Softbox hier im Auge fast nicht mehr zu sehen ist. Werden die Schatten doch sehr deutlich aufgehellt und es ist im Prinzip gar kein Lichtschattenspiel mehr im Gesicht vorhanden. Das mag gut aussehen, bei dem Bild hier stört mich dieses Fehlen der Schatten ein wenig. Auch hier hätte man vom Schnitt her noch etwas enger gehen können, um hier das Gesicht noch etwas zu betonen. Also wenn ich schneide, ist entweder der Kopf ganz drauf oder ich schneide wirklich mittendurch die Stirn. Also hier hätten wir durchaus noch ein bisschen enger beschneiden können, um den Fokus noch stärker auf das Gesicht des Models zu legen. Und das dritte Porträt, das ist von Manuel Fessler, Blende 860, ISO 185 mm. An sich vom Bild her sehr schön. Die Farbe der Augen, der Lippen wiederholt sich im Hintergrund. Gefällt mir prinzipiell vom Lichtsetting her eigentlich sehr gut. Aber was mir bei dem Bild nicht gefällt, ist die Perspektive. Also bei einem Porträt von unten in die Nasenlöcher zu fotografieren, finde ich persönlich immer so ein bisschen schwierig. Hier hätte mir also eine Position deutlich weiter oben besser gefallen. Wenn ich fotografiere, stehe ich sogar meistens leicht über dem Modell, also von der Höhe her gesehen, dass das Model zu mir aufschauen muss. Gerade wenn man dann so das Model das Kinn ein bisschen senken lässt, führt es dazu, dass der Blick, wenn es so von unten nach oben hochkommt, sehr, sehr schön intensiv wird. Und das ist ein Punkt, den ich hier bei dem Bild kritisieren würde. Ansonsten, wie gesagt, sehr stimmig von der Hintergrundwahl und dem Make-up, das das Model trägt. Hier hätte man die Glanzstellen auf der Haut noch ein klein bisschen mehr wegnehmen können, für meine Begriffe. Und auch generell, um den Look noch ein bisschen zu verbessern, würde ich hier die Haut noch etwas entsättigen, um so ein bisschen kühlen Look reinzubringen. Aber ansonsten, wie gesagt, bis auf die Perspektive, ein Bild, das mir sehr gut gefällt. Dann habe ich noch ein Musikerporträt hier mit dabei gehabt. Das Bild ist von Victor Marcelli, Blende 10, ISO 200, eine 125 Sekunde mit 63 mm aufgenommen. Er hat mir noch ein paar Zeilen dazu geschrieben. Es wurde ein Fessel geblitzt mit einem Canon Speedlight, einer Aurora Firefly Box. Der Sänger saß auf einem Hocker, der Raum war nahezu dunkel, hinter dem Sänger war eine helle Dachschräge. Die Dachschräge ist als solches natürlich nicht mehr zu erkennen und was mir hier auffällt, ich mag es gerne mit einem harten Licht, ich mag auch gerne hier eine spannende, schattenreiche Auswahl, die gefällt mir auch sehr gut. Was mir eigentlich nicht so gut gefällt, ist, dass hier die Haut komplett ausbrennt. Man hätte hier durchaus so kontraststark arbeiten können, aber ich würde die Beleuchtung oder die Bearbeitung, ich weiß es nicht, ob es beim Fotografieren schon passiert ist oder ob es in der Bearbeitung passiert ist, ich würde das auf jeden Fall immer so dosieren, dass also das Wichtige, in jedem Fall das Gesicht oder auch im Bereich der Hand, gerade bei der Hand, da ist keine Zeichnung, es sieht keine Adern mehr, genauso im Gesicht, es ist also keine Struktur mehr vorhanden, es ist also komplett weggeblitzt. Das ist mir ein bisschen zu viel. Also hier hätte ich mir schon gewünscht, dass so ein bisschen Zeichnung in der Haut noch drin ist.
Und der zweite Punkt, der geht auf den Beschnitt. Da ist es jetzt so, dass der Hut gerade so angeschnitten ist. Sowohl die hintere Krempe wie auch die obere, das obere Hutende. Ja, hier ist es dann der Punkt, entweder richtig schneiden oder gar nicht, bin ich der Meinung. So sieht es aus Versehen sozusagen oben den Hut abgeschnitten. Hier würde ich den Schnitt bewusster setzen, dass man durchaus sieht, ja, der Schnitt ist gewollt. Gilt im Übrigen auch bei allen Porträts. Es ist nicht oben nur so ein klein bisschen Haar wegschneiden, so ein Skalpieren sozusagen, sondern wirklich deutlich durch die Stirn schneiden oder hier in dem Fall entweder den Hut ganz drauf lassen, weil er gehört ja zum Styling von dem Musiker, oder einfach schon ein Stückchen deutlicher beschneiden, dass man sieht, das ist Absicht, was hier passiert ist. Und gerade die hintere Hutkrempe, die würde ich in dem Fall nicht anschneiden. Dann haben wir noch ein Landschaftsbild, ein Bild, was mir gleich sehr, sehr gut gefallen hat, ist natürlich lebt natürlich von der Stimmung. Hunde und Kinder kommen immer gut an. Von der Bearbeitung gefällt es mir auch sehr gut. Moment, jetzt müssen wir gerade mal die Aufnahmedaten nochmal herholen. 35mm Blende 5, 1/800 und ISO 100. Hier hätten wir durchaus noch ein bisschen sich mehr bemühen können, den Horizont gerade zu rücken. Ansonsten ist es natürlich ein Bild, was mir sehr gut gefällt. Wie gesagt, der See läuft ein kleines bisschen aus auf der linken Seite. Auch von der Bearbeitung her ist es relativ kontrastreich. Ist noch nicht ganz der HDR-Look, Gott sei Dank. Das übertreiben viele, sondern es sieht noch relativ natürlich aus. Trotzdem gehe ich natürlich davon aus, dass also der Junge in der Bildbearbeitung aufgehellt wurde. Und für mich ein sehr, sehr stimmiges Bild. Wie gesagt, einfach nur noch den Horizont gerade rücken, weil hier wurde, ich weiß nicht, ob er es bewusst gemacht hat, der Matthias, hier der Weg ist gerade, aber letztendlich orientiere ich mich natürlich an dem Horizont hinten im Bild. Und da würde ich in dem Fall dem den Vorzug geben. Und das sieht für mich doch deutlich danach aus, dass also hier die Horizontlinie ein bisschen schief ist und der See sozusagen einfach nach links ausläuft. Ansonsten, wie gesagt, ein Bild, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und deswegen ja, gibt es eigentlich auch bei dem Bild nicht allzu viel zu kritisieren. Das nächste Bild ist eine sehr schöne Fashionaufnahme vom Florian Berger. Auch hier kurz die Belichtungsdaten. Moment mal kurz. Wurde mit dem Canon 1635 aufgenommen bei 16mm, also extrem weitwinklig aufgenommen. Blende 6.3, Verschlusszeit 1/160. Gehe jetzt mal davon aus, so wie das Bild aussieht, dass es geblitzt wurde. Prinzipiell gefällt mir das Bild sehr gut, sehr dramatisch. Der einzige Kritikpunkt, den ich habe, ist eigentlich nur die Bearbeitung und ein bisschen den Bildschnitt. Hängt beides zusammen. Also das Wichtige bei diesem Fashion-Bild sind ja die Modelle und natürlich in dem Fall, wenn es eine Fashion-Aufnahme ist, auch die Kleider. Und die sind jetzt hier natürlich schon sehr an den Rand gerückt. Gerade bei der Präsentation hier mit dem Logo oder dem Fotografennamen über den Kleidern geht natürlich hier einfach dann ein bisschen was verloren. Und auch die Vignette, die hier künstlich reingesetzt wurde, dunkelt mir persönlich die Kleider zu stark ab. Also mein Tipp wäre hier gewesen, einfach die Kamera ein bisschen nach vorne kippen, sodass wir einfach noch Luft unter den Modellen haben, dass wir sozusagen auch vom Schnitt her die Modelle so auf ein Drittel Bildhöhe setzen. Und dann hat man nämlich wunderbar die Möglichkeit, hier durch eine Vignette den Blick des Betrachters noch stärker auf diese beiden Modelle und die Kleider zu richten. Und die Kleider würden eben nicht dann in der Dunkelheit verschwinden, so wie jetzt hier durch den Einsatz von der Vignette, sondern wären halt voll im Fokus. Und es bliebe auch noch Platz hier bei der Präsentation für das Logo unten drunter. Ansonsten stimmig, tolle Kulisse, tolle Kleider, alles richtig gemacht, wie gesagt, bis auf den Bildschnitt und hier die Vignette, die halt hier das eigentlich Wichtige, nämlich die Kleider, für meine Begriffe zu stark abdunkelt. Gut,
Ja, jetzt noch ein Bild von Simon G. Das kommt mir natürlich seltsam vertraut vor. Und wenn man mir so ein Bild schickt, muss man natürlich auch damit rechnen, dass ich da ganz genau hinschaue. Und das habe ich auch gemacht. So ein Milchkleid ist sehr, sehr schwer. Also das vorneweg. Ich habe an meinem auch sehr, sehr lange gesessen, bis ich zufrieden war. Und hier bei dem Kleid sieht es leider Gottes noch relativ montiert aus. Und das liegt einfach an ein paar ganz einfachen Montagefehlern. Und grundsätzlich auch von der Ausleuchtung her habe ich hier den hellsten Punkt auf der Hüfte, also sprich da, wo das Kleid ist, und das Gesicht wird dunkler. Auch wenn es hier um das Milchkleid geht, ist das Wichtige bei so einem Bild immer noch das Gesicht. Immer wenn ein Model, ein Mensch auf dem Bild ist, sollte das Gesicht, also das der hellste Punkt sein, weil das ist das, wo wir am ehesten hinschauen. Also das Gesicht ist mir hier deutlich von der Ausleuchtung her zu dunkel. Und auch bei den Beinen ist es so, dass die dunkler sind als die Arme oder der Rumpfbereich. Und das müsste in der Regel eigentlich genau andersrum sein. Was meine ich mit Montagefehlern? Es sieht noch relativ ausgeschnitten aus, wenn ich jetzt hier mal reinzoome. Das Ganze hat einen sehr, sehr scharfen Rand und teilweise aber auch wieder unscharf. Also hier unten ist ein Spritzer, der jetzt noch relativ unscharf ist. Direkt daneben sind scharfe Spritzer. Und auch hier im Bereich unterm Dekolleté sind Spritzer, die scharf sind und welche, die so fast durchscheinend sind. Das gefällt mir persönlich nicht so gut. Wo ich aber wirklich sagen muss, das sind Fehler, ist einfach zum Beispiel hier, wenn wir uns mal den Arm anschauen, sind so die Schattenwürfe. Und daran erkennt man einfach die Montage relativ schnell. Es wurde hier mit einem sehr harten Licht gearbeitet. Man sieht es hier auf dem rechten Arm, ist ein ganz starker, ganz scharfer Schlagschatten. Also ich nehme mal stark an, dass es mit Aufsteckblitzen gemacht wurde. Denn diese produzieren hier, wie gesagt, einen extrem harten Schatten, was prinzipiell nicht schlecht ist, was aber die Montage deutlich schwieriger macht. Denn bei den Passagen, wo dann montiert wird, müssen natürlich auch genauso scharfe und harte Schatten fallen. Und die fehlen eben teilweise. Also wenn ich mir hier unten ans Bein gehe, bei ihrem linken Bein, ist eine ganz minimale Abdunklung zu sehen. Die sieht aber natürlich lang nicht so dunkel und so scharf aus, wie die Schatten, die sich eben hier zum Beispiel auf dem rechten Arm des Models zeigen. Und das ist halt das, woran man die Montage relativ schnell als solche erkennt. Also erstmal Respekt für die Arbeit. Ich weiß, wie viel Arbeit das Ganze ist. Vielleicht kann man da noch mal ein bisschen nacharbeiten, indem man also die natürlichen Schatten, die bei den ganzen Splashes entstanden sind, noch versucht, etwas besser einzubauen. Aber so wie es im Moment ist, sieht es für meinen Augen noch zu sehr montiert aus. Und deswegen guter Ansatz, am Feintuning kann man noch etwas arbeiten und da steckt schon relativ viel Arbeit drin in dem Bild, das weiß ich. Und deswegen würde ich einfach hier raten, Simon, geh einfach nochmal ran und versuch mal gerade diese Schatten zu optimieren. Und auch hier an dem Arm haben wir hier eine ganz schwarze Linie entlang, die hier an ihrem linken Arm entlang geht. Das passt, ist natürlich alles nicht wirklich stimmig, also da musst du einfach nochmal ein bisschen nacharbeiten. Ansonsten, wie gesagt, sehr schön vom Ansatz her, aber um es perfekt zu machen, geh noch mal ein bisschen dran. Vielleicht dann nochmal hier den Gelbstich aus der Milch etwas entfernen, dann wirkt es vom Look her besser. Ja, und das allerletzte Bild, dazu will ich eigentlich gar nicht viel sagen. Das ist von der Hannah Heider von Fotorock. Das Einzige, was ich dazu sagen möchte, ist, ja, es ist ein Bild, das ich selbst gerne gemacht hätte. Absolut geil, gefällt mir von der Bildgestaltung, von den Farben, eigentlich von allem extrem gut. Hut ab, Hannah. Ich finde es geil, deswegen kann ich da gar nicht mehr dazu sagen. Ich verlinke unter dem Video alle Portfolios der Leute, die hier beteiligt waren. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass
diese Portfolio-Reviews jetzt in dieser Form euch ein bisschen mehr bringen. Ich denke, da haben alle was davon. Man kann aufgrund meiner Hinweise, die ich gebe, ja mal seine eigenen Bilder anschauen und gucken, ja, zum Beispiel eben Helligkeit im Studio, wie sieht es denn bei mir aus, wie groß sind denn bei mir die Pupillen auf den Bildern. Ich denke, so kommt, hat jeder was davon, auch wenn ich natürlich aus der Masse von, ich glaube, es waren fast 200 Bilder, jetzt hier nur 8 ausgewählt habe, hoffe ich, dass trotzdem auch die, die nicht dran gekommen sind, hier was davon hatten. Ansonsten werde ich es mit Sicherheit wiederholen, also vorausgesetzt, ihr möchtet es gerne. Können wir mal einfach mal schreiben, ob ich sowas nochmal machen soll, ob das für euch interessant ist. Und dann werde ich zu gegebener Zeit wieder eine Ausschreibung machen. Ihr könnt mir wieder Bilder zur Beurteilung schicken. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns demnächst hier auf meinem Kanal wiedersehen. Würde mich freuen, wenn ihr auch auf Abonnieren klickt oder das Video natürlich unter euren Freunden teilt. Dass alle was davon haben, würde mich freuen. Und wir sehen uns dann am nächsten Mal. Ciao.